Hallo. Hey, guck mal. Seht ihr den Goldfisch mit rotem Kopf und weiß, den Schleierschwanz? Ich glaube, die ist strömt irgendwas aus. Madame wird von den anderen Fischen angebaggert. Ich glaube, wir kriegen bald Nachwuchs. Seht ihr, wie sie alle an ihrem Hintern versuchen ranzukommen und zu schnuppeln? Mein Teich. Ich liebe meinen kleinen Teich. Ist nur ein kleiner Teich. Aber ich liebe meinen Teich. Als sie damals das Haus gekauft haben, war das einfach nur eine nackte, schwarze Fläche mit einem Schleier, großen, dicken Schleierschwanz Goldfisch. Ohne Pflanze alles. Der hat mir so leid getan. Der sah so ein bisschen aus wie hier. Die Dicke. Ich nenne sie immer Dicke. Aber er hatte vorne unter dem roten Fleck im Gesicht gelb. Das sah aus wie ein gelbes Toupet. Und er sagt, der sieht aus wie Donald Trump. Und dann haben wir ihn damals nur DT genannt. Der ist aber dann auch, Mama musste ich ihn erlösen, der ist böse krank geworden. DT. Und dann habe ich dann vom Bekannten noch zwei Goldfische dazu gekriegt, dass er nicht so einsam ist. Und da habe ich immer gesagt, weil die so rot waren, also dann das Donald Trump und seine zwei Kommunisten. Ja, und jetzt haben wir 10. Aus 3 sind 10 geworden. Na, meine Fischis. Guck mal, wie schön klar das Wasser ist. So muss das sein. Ja, seht ihr, ich habe nicht nur eine Miezekatze, ich habe auch Goldfische. Und sie überleben jetzt mittlerweile 6 Jahre. Hier, er ist ein bisschen krank, ich weiß nicht, was es ist, aber er frisst, es geht ihm gut. Soweit verhält sich ganz normal. Mit kolloidalem Silber habe ich seine Flossenfäule weggekriegt. Guck mal, alle haben wieder ordentliche Flossen. Nichts Schwarzes dran, keine Bakterien. Okay. So, ihr Lieben. Schönen Wochenteiler, schönen Mittwoch. Eure Kara.